Die treuesten Fans haben sich seit Tagen bereits einen Platz an der Paradestrecke gesichert. Von überall aus der Welt kommen sie, übernachten zum Teil in Zelten, nur um einmal die Queen zu sehen. Es war schon immer mein Traum, auf der Geburtstagsparade zu sein und die Queen zu sehen. Sie ist einfach ein Vorbild für Frauen und Männer. Sie ist eine wunderbare Führungspersönlichkeit und ich will mit ihr feiern. Grund dazu gibt es allemal. Vor mittlerweile über 70 Jahren wird die damals 25-jährige Elizabeth durch den plötzlichen Tod ihres Vaters zur Königin. Bereits vorher gibt sie ihrem Volk aber ein Versprechen. Ich erkläre vor Ihnen allen, dass ich mein ganzes Leben, sei es lang oder kurz, dem Dienst der großen Familie des Empire widmen werde. Ungeachtet der zahlreichen Skandale ihrer Familienangehörigen, über schmutzige Affären, Ehekriege, den Bruch ihres Enkels Prinz Harry mit dem Königshaus, bis hin zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihren Sohn Prinz Andrew, erfreut sich die Queen großer Beliebtheit. Die Königin ist deswegen beliebt, weil sie ihre Sache so gut macht. Mehr als 200 Termine hat sie im vergangenen Jahr gemacht. Das wissen die Engländer zu schätzen. Genau deswegen ist sie nach wie vor, ich würde sagen, das Fundament für diese Monarchie. Einen kleinen Vorgeschmack auf das viertägige Jubiläum bietet das britische Legoland. Hier wird bereits gefeiert. Natürlich inklusive der britischen Nationalhymne.